So, Schnipp. Weihnachten 2017. Freunde, ich werde jedes Jahr nicht nur in meiner Kochschule, in meine Fernsehsendungen und mitten auf der Straße gefragt, hey Christian, wie funktioniert denn das mit der Gans? Ich zeige euch jetzt mal, Achtung. Wirklich, die einfachste und beste Möglichkeit, eine Weihnachtsgans knusprig auf den Tisch zu bringen. Ja? Von der Marinade zum Garen bis hin zum Tranchieren. Also, schaut mal her. Das ist das Exemplar. Ja. Mittelschwere Gans, so 4 Kilo, denke ich, ist eine gute Größe. Und je fetter die ist, desto besser. Je mehr Fett auf der Gans ist, desto besser. Und wenn ihr keine Frische bekommt, dann könnte man theoretisch auch eine Mastgans nehmen, gefroren. Wichtig dabei ist, langsam auftauen. Jetzt haben wir hier die Flügel. Das schaut ein bisschen komisch aus, ist aber sehr von Vorteil, wenn man die so ein bisschen hinten reinklappt. So, schaut mal her, das ist der Flügel. So hinten reinklappen und somit sind die Flügel schon gut beieinander und eiern nicht irgendwo im Backofen umher. Dann würzen. Und beim Würzen ist das Allerwichtigste, keep it simple. Freunde, ihr braucht Salz, Pfeffer, Paprika und Öl und sonst nichts. Und zwar relativ viel Salz. Ich mache das hier mal mit einem Löffel. Also ich brauche schon so, ja, ich würde mal sagen, so einen guten halben Esslöffel Salz. Dann frisch gemahlenen Pfeffer. Logischerweise schwarzen Pfeffer aus der Mühle, klar, kennen wir, weißen Pfeffer gibt es bei Hensis nicht. Dann edelsüßes Paprikapulver, nicht so viel, nicht, dass es verbrennt. Und dann einen schönen Schluck gutes Öl, das kann jetzt ein Rapsöl sein oder ein Olivenöl, eigentlich ganz egal. Das sind die Zutaten, die Grundzutaten, um ein wirklich saumäßig gutes Endprodukt zu generieren. Viel mehr Gewürz brauche ich ja nicht. Ich möchte ja die Gans schmecken. Okay, dann ein Backblech. Also quasi die Fettpfanne. Ein Gitter. Und jetzt wird das Ding gewürzt. In der Profiküche nicht mehr wegzudenken. Aber auch viele Hobbyköche haben solche Gummihandschuhe. Ich daheim auch. Habt ihr immer schöne, saubere Hände. Und es ist auch hygienisch. So, ganz einfach. Die Gans wird jetzt erstmal gefüllt. Und zwar habe ich vorbereitet Äpfel und Zwiebel. Ganz normale Äpfel und Zwiebel. So Boskop-Apfel wäre ganz gut. Also so ein Kochapfel, so ein säurebetonter Apfel wäre ganz gut. So, und dann kommt hier rein, schaut mal her, auch noch so ein bisschen Salz. So. Und das war's. Jetzt könnte man die so ein bisschen zunähen hier. Mache ich aber nie. Wir werden die Gans, oder ich werde die Gans nie drehen. Die kommt so rein und so kommt sie wieder raus. Brust nach oben. Okay, Flügel nach unten, Brust nach oben. Und jetzt wird das ganze Tierchen mariniert. Und ich mache das mit den Gummihandschuhen immer wirklich total einfach. Die Marinade kommt drauf und so massiere ich quasi die Marinade ein. Ja? Also mit den Handschuhen die Marinade einmassieren. Hier an den Keulen, die Brust und die Flügel noch ein bisschen. Und dann geht es wirklich rucki zucki. Und unten brauche ich gar nichts großartig würzen, weil die schönen Teile sind ja nur oben. Okay? Handschuhe wieder ausziehen. Und die Hände sind sauber. Jetzt, im Prinzip noch wichtiger, wie das, was ich euch jetzt gezeigt habe, ist die Garzeit. Weniger ist mehr. Das heißt, nicht 2 Stunden bei 200 Grad, sondern ja, knapp 4 Stunden bei 155 Grad in etwa, 160 Grad. Ja, dann gart die ganz schön saftig durch und dann kommt die aus dem Ofen und wird tranchiert. Das zeige ich euch. Aber jetzt kommt es erstmal rein. So, haha, so schnell vergehen 4 Stunden oder 3,5 Stunden. Ich habe es jetzt 3,5 Stunden drin gelassen. Ich denke, das reicht vollkommen. Kurz vor Ende der Garzeit, aber haut ihr euren Grill nochmal auf Full Power, dass ihr oben ein bisschen, dass ihr ein bisschen krosse, dass ihr ein bisschen Farbe bekommt. Und jetzt ist sie wirklich ringsherum schön gebräunt. So, und jetzt kommt das Wichtigste. Wie tranchiere ich denn selbigen? Ja, wie tranchiere ich eine Gans? Wie tranchiere ich eine Ente? Schwieriges Wort. Oder Gockel, im Prinzip alles gleich. Ich möchte als Gast ja schön essen können, ohne vielleicht nicht immer die ganzen Knochen da im Wege zu haben. Boah, heiß, heiß, heiß. So,
Also, auf ein großes Brett, mit dem Messer bewaffnen. Jetzt habe ich hier die zwei Keulen, die Brust, das Brustbein. Okay, an der Brust einschneiden. Okay, einmal rechts, einmal links und die Keule lösen. Okay, so, jetzt läuft der schöne Fleischsaft so ein bisschen aus, das ist aber auch gut so. Und jetzt schneide ich erstmal ganz vorsichtig die Brust hier auf. Und zwar schneide ich am Brustbein entlang und ziehe das Fleisch vorsichtig mit den Handschuhen von der Brust. Oh, das ist ganz schön heiß. Aber wenn man das ganz vorsichtig macht, schau, und immer mit der Spitze schneidet, auf quasi der Karkasse, auf den Knochen entlang, kann ich ganz schön ordentlich, schaut mal her, die Brust wegschneiden. So habe ich jetzt die Brust und die kann ich später schön dünn aufschneiden. Bei der Keule ist im Prinzip genau das Gleiche. Ich schneide wieder mit der Messerspitze an der Keule entlang und breche die Keule so aus dem Gelenk und kann das Ganze dann vorsichtig lösen. Jetzt habe ich, oh, einmal auf die Seite, oh. Schau mal her, jetzt habe ich eine Brust und Keule. Ja. Ha, Louis Stephanie, Brust oder Keule, kennt ihr den Film? Geil. So, die Unterkeule, die Oberkeule und die könnte man auch nochmal halbieren. Die Unterkeule, schaut her, die Brust mit einem scharfen Messer schräg schneiden. Achtung. Okay, so. Jetzt haben wir ein tolles Fleisch, schön aufgeschnitten, mit Haut und das Ganze jetzt auf dem Teller anrichten. Schau mal her. Ein bisschen was von der Keule vielleicht. Und dann schön vorsichtig, 1, 2, 3, die Brust dazu arrangieren. So, und schwuppdiwupp, fertig ist das Ganze. Und wenn ihr eine Soße dazu wollt, was ich euch schwerst empfehlen würde, nehmt ihr den Bratenansatz aus der Fettpfanne, die Zwiebel und Äpfel aus der Bauchhöhle der Gans, kocht das Ganze mit ein bisschen Rotwein auf, das Fett etwas abschöpfen, Soße ein bisschen einkochen lassen und fertig. Reichlich Soße dazugeben. So, Weihnachten kann kommen. Und jetzt macht mir einen Gefallen. Liken, kommentieren, ja, schickt mir vielleicht euer Lieblingsweihnachtsgericht. Vielleicht ist es ja auch die Gans. Also, frohe Weihnachten, gut koch und im nächsten Jahr gibt es wieder viele Videos, fest versprochen, gute Zeit.